Die Vorbereitung dieser Episode hatte etwas länger gedauert als sonst. Einen Anteil daran hat die verstärkte Präsenz eines historischen Gesamtrahmens, denn die Entstehung von die sieben Kristallkugeln und von der Sonnentempel fallen mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs zusammen. Und dies ist eine Zeit, die für Hergé von Angst und Ungewissheit geprägt ist, aber auch von einer tief sitzenden Wut und Verständnislosigkeit. Doch setzen wir unsere Betrachtungen dort fort, wo wir aufgehört haben, im Herbst des Jahres 1943, inmitten der Okkupation Belgiens durch die Deutschen. Am 3. September hatte in der Redaktion von Le Soir der damalige Herausgeber Raymond de Becker eine Sondersitzung der Redakteure einberufen. Zu diesem Zeitpunkt war General Paulus seit einem Dreivierteljahr in russischer Gefangenschaft. In Italien wurde inzwischen Benito Mussolini gestürzt und verhaftet. Die Redaktionssitzung war politisch aufgeladen und behandelte auch die Möglichkeit der deutschen Niederlage. De Becker wunderte sich dabei, ob den Deutschen nun jeglicher Sinn dafür fehle, die Bedürfnisse anderer Völker zu verstehen. Es wurde deutlich, dass es inzwischen viele Stimmen in der Redaktion gab, die mit der Resistance sympathisierten. Doch De Becker warnte vor hastigem Aktionismus. Wir müssen hier weiterhin die Interessen Belgiens vertreten, meinte de Becker. Wir müssen sämtliche deutsche Propaganda mit Bedacht behandeln. Wir sind keine deutsche Propagandaagentur, sondern eine belgische Institution, die mit den Deutschen kollaboriert. Und an dieser Richtung müssen wir festhalten. Einen Monat später wandten sich de Beckers Gönner gegen ihn. Die Propagandaabteilung entfernte ihn von seinem Posten und setzte ihn unter Arrest. Bald darauf wurde er in ein Hotel in Österreich abtransportiert und dort festgesetzt. Hergé hatte sich zu diesem Zeitpunkt mental aus der politischen Debatte längst verabschiedet. Er schien wenig Interesse zu haben, über Politik zu reden, und allerlei schlechte Erfahrungen der vorangegangenen Monate machten ihm deutlich, dass er nicht jedem über den Weg trauen konnte. Seine kreative Sphäre strebte dagegen auf ihren Höhepunkt zu. Er konnte sich über die Früchte seiner Arbeit nicht beklagen. Doch in seinem Inneren begann sich vermutlich ein gewisser Fatalismus festzusetzen. Dieses bewusste Ausblenden der politischen Ereignisse hatte natürlich ihre Nachteile, denn Hergé fehlte so oft die Reflexionsfähigkeit für gewisse Details. So hatte er für die flämischsprachige Zeitung Het Laatste Nieuws einige kleinere Zeichnungen umgesetzt, zum Beispiel eine Tim und Struppe-Illustration zu der Uhrenumstellung am 3. Oktober. Als Laatste Nieuws, die ebenso eine Kollaborationszeitung war, bei ihm die Lizenz für die wöchentliche Herausgabe von Der geheimnisvolle Stern einkaufen wollte, warnte Hergés Ansprechpartner bei Castamont, Charles Lesne, vor diesem Schritt. Vielleicht, schrieb Lesne, wäre es ratsam, erstmal das Ende des Krieges abzuwarten, bevor sie Lizenzen an weitere Zeitungen freigeben. Er meinte damit, dass Hergé mit jeder weiteren Vereinbarung, die er mit Kollaborateuren traf, seinen eigenen Stand in der Nachkriegszeit untergrub. Er riet ihm somit abzuwarten, auf welche Seite der Geschichte der Weltkrieg schließlich fallen würde, bevor er sich mit weiteren Seilschaften inkriminierte. Da bestand bei Castamont also ein starkes Verständnis für die historische Rolle Hergés und für den Blick der Opposition auf diese Rolle.
Die belgische Regierung im britischen Exil sendete unentwegt ihre Botschaften über den BBC und machte unmissverständlich deutlich, wie man mit den Kollaborateuren nach dem Kriegsende aufräumen würde. Hergés schriftliche Antwort lässt sehr tief blicken und wurde im Nachhinein von einigen Kritikern geradezu als eine Art Suicide Note gedeutet. Nun ist die Zeit, in so vielen Zeitungen zu erscheinen, wie es nur möglich ist, schrieb Hergé zurück. Auch dann, wenn einige dieser Zeitungen dazu verurteilt sind, nach dem Krieg zu verschwinden oder ihre Haltung zu ändern. So oder so möchte ich das größtmögliche Publikum erreichen. Es wäre ein exzellenter Zug, zu beherzigen, dass nachdem alles wieder vorbei ist, die amerikanischen Comics zurück auf den Markt kommen werden, gestützt durch die Popularität der Animationsfilme. Jene Reaktionen, die Sie befürchten, könnten durchaus eintreten. Ich würde sogar sagen, mit großer Wahrscheinlichkeit. Dafür gibt es bereits unmissverständliche Anzeichen. Denn ich werde bereits als Verräter gelistet, dafür, dass ich meine Zeichnungen im Le Soir publiziert habe. Und dafür wird man mich hängen oder erschießen. An dem Punkt herrscht noch keine Einigkeit. Das Schlimmste, was mir passieren kann, ist wegen Le Soir gehängt oder erschossen zu werden. Und dann wegen Lats de Neufs erneut gehängt oder erschossen zu werden. Und dann wegen meiner Kollaboration mit La Femme News. Aber ich vermute mal, das Schrecklichste ist es nur, das erste Mal gehängt oder erschossen zu werden. Danach hat man sich daran gewöhnt. Was auch immer passiert, ich werde der Einzige sein, der hier verdammt wird. Aber auf der anderen Seite bedenken Sie, welch tolle Publicity das für die Bücher darstellt. Also ein bizarrer, sehr verstörender Brief, der deutlich macht, dass unter der glatten Oberfläche des politischen Desinteresses Hergé sehr genau verstand, in welche Lage er sich da hineinmanövriert hatte. Je mehr sich langsam das Gefühl breit machte, dass die Deutschen den Krieg nicht gewinnen und im Zuge dessen Belgien wieder verlassen werden, umso mehr befiel Hergé die bittere Gewissheit, dass man ihm möglicherweise einen Strick um den Hals binden würde. Das hat er sich in den letzten anderthalb Kriegsjahren vermutlich nicht immer anmerken lassen, doch gelegentlich bricht es eben hervor. Die 2 Jahre davor mochten für ihn eine Art Siegesrausch darstellen, da ihm während der Okkupation beinahe alles zu gelingen schien. Doch nun kündigte sich die Katerstimmung an. Für viele Bürger Belgiens geschah dann am 9. November 1943 etwas wirklich Wundersames und geradezu Unglaubliches. Die Resistance hatte sich einen unglaublichen Streich erlaubt. Sie hatten eine ganze Ausgabe des Le Soir nachgedruckt, eine Fälschung sozusagen, die sie in einer Auflage von 50.000 Stück unter die Zeitungsstände Brüssels geschmuggelt haben. Die Verteilung war relativ einfach, denn damals stellte man eben in frühen Morgenstunden die Zeitungspakete vor den Eingang der Trafik oder des Kiosks und der Inhaber nahm es bei der Öffnung dann hinein. Mitglieder der Resistance fuhren diese Stände ab und tauschten die Pakete aus. Diese Fälschung war so gut gemacht, dass niemand auf den ersten Blick den Unterschied merkte. Da war alles dabei, die Werbung und die Kolumnen, die Zeitung war eben nur komplett entnazifiziert. Für einige Stunden herrschte großes Gelächter über Belgien. Die Ausgabe wurde so berühmt, dass in der Nachkriegszeit gelegentlich Faksimile-Nachdrucke erstellt wurden. Wie Hergé das aufgefasst hatte, ist nicht bekannt, aber er wird verstanden haben, dass er nicht auf der Seite der Pointe dieses Humors stand. Langsam aber sicher begann sein Erfolgsmodell starke Risse zu zeigen. So wurde in Paris die Redaktion des Cœur Vaillant von der Gestapo gestürmt und der Betrieb des Jugendmagazins eingestellt. Einer der zentralen Vorwürfe hatte damit zu tun, dass die Zeitschrift die Pfadfinderkultur förderte, die inzwischen im Dritten Reich verboten war. Für Hergé war Cœur Vaillant eine seit vielen Jahren etablierte Einnahmequelle. Da war also eine starke Unruhe, die Hergé plötzlich umgab. Er stand zwischen 2 Mühlsteinen. Denn einerseits bröckelten überall die neutralistischen Beziehungen zu den Nazis, da die Deutschen selbst unter Druck standen und darum immer tollwütiger wurden. Auf der anderen Seite war da die berechtigte Angst vor der Nachkriegszeit und die Frage, wie mit den Kollaborateuren verfahren wird. Hergé waren Deutsche immer recht suspekt. Er hat sie schon als Kind als Besatzer erlebt. Nun, da sie Pfadfindervereine verboten hatten, gab es für ihn nur wenig Anlass, Sympathien für sie zu hegen. Aber er war eben weder ein Held noch lebensmüde genug, um diesem Unmut Ausdruck zu verleihen. Und dass eine solche Vorsicht berechtigt war, konnte Hergé am Schicksal seines Kollegen Jean-Bernard Adelbert sehen. Dieser Cartoonist hatte in jener Zeit eine satirische Zeichnung publiziert, die entfernt an Hitler erinnerte, was allerdings keine Absicht war.
Daraufhin wurde er von der Gestapo verhaftet und schließlich in das Konzentrationslager Mauthausen gebracht. Er hatte es allerdings überlebt und später in einem Illustrationsbuch verarbeitet. Als ihm eine deutsche Firma anbot, seinen ersten Band Tim im Lande der Sowjets in Deutschland herauszubringen, lehnte Hergé unter Ausreden ab. Nimmt man den Brief an Charles Lesner ernst, aus dem ich vorgelesen hatte, so war sein Motiv, das deutsche Angebot auszuschlagen, nicht so sehr die Sorge, dass er sich für die Resistance noch mehr als Nazi-Sympathisant belasten würde. Es hatte vermutlich viel mehr damit zu tun, dass Hergé mit den Deutschen nicht mehr zu tun haben wollte, als es im Rahmen der Okkupationssituation nötig war. Er wollte mit Deutschland keine geschäftlichen Verflechtungen haben und fürchtete vermutlich auch eine massive Politisierung von Tim und Struppi. Die Resistance besaß ihr berühmtes Handbuch, genannt Galerie des Traîtres, in dem alle Kollaborateure als Verräter aufgeführt wurden. Hergé wusste ganz genau, dass er in diesem Buch drin stand und dass der Kelch der Abrechnungen an ihm nicht vorübergehen würde, wenn die Deutschen erst den Krieg verloren. Er witzelte darüber in recht fatalistischer Manier, da er scheinbar die einzige öffentliche Person Belgiens war, die in diesem Buch zweimal aufgeführt wurde, als der Redakteur Georges Remy und als der Künstler Hergé. Etwas, das später noch eine große Rolle spielen sollte. Die deutsche Propagandaabteilung hatte nie offiziell einzelne Tim- und Struppi-Bände verboten. Das wurde in der Nachkriegszeit etwas anders kommuniziert, mehr zu Hergés Gunsten, um zu zeigen, dass auch er in Gefahr stand, in die Schusslinie der Nazis zu geraten. Ja, es stimmt, dass einige Bände in der Besatzungszeit nicht erhältlich waren, und zwar auf ausdrücklichen Wunsch der Deutschen. Wir hatten in vergangenen Episoden darüber gesprochen. Die Schwarze Insel war nicht erwünscht wegen ihrem britischen Schauplatz. Tim in Amerika war nicht erwünscht, weil inzwischen Amerika in den Krieg eingetreten war. Und Ottokars Zepter war auch ein Problem, da es dort ein paar Verdachtsmomente gab. Doch das wurde nie mit einem offiziellen Bann bestätigt. Was hingegen geschah, war, dass Castermont für jede Neuauflage einen neuen Antrag auf die Genehmigung der Druckpapieration stellen musste. Und die wurde bei den besagten Bänden vorerst ausgesetzt. Aber es gab keine offizielle Bekanntmachung der Nazis, dass diese und diese Tim- und Struppi-Hefte verboten seien. Das erkennt man daran, dass während dieser Jahre Hergé mit Alice Devaux unzählige Merchandising-Produkte umgesetzt hatte, also Puzzles, Spielwürfel etc., in denen Impressionen aus Tim in Amerika vorkamen und niemand hatte daran Anstoß genommen. Das war natürlich ein Wesenszug der Kollaboration zwischen Castermont und den Besatzern, dass die Deutschen nicht immer die offizielle Keule schwingen mussten, sondern einfach nur interne Weisungen ausgegeben haben und alle Beteiligten waren froh, so problemlos davongekommen zu sein. Nur einmal wurde Louis Castermont vor die Nazis auf den Teppich gebeten, wo man ihn wegen die Schwarze Insel rügte und dem ganzen Verlag ein Veröffentlichungsverbot von 3 Monaten aussprach. Eine wirkungslose Rüge allerdings, da Castermont in diesen 3 Monaten ohnehin nichts Nennenswertes auf dem Druckplan hatte. Doch in der Nachkriegszeit hätte es Hergé gut zu Gesicht gestanden, wenn es so ein Verbotsdokument der Nazis gegeben hätte. Am Jahresende stand Hergé vor einer für ihn inzwischen typischen Frage. Wohin weiter mit Tim und Struppi? Das Geheimnis der Einhorn und der Schatz Rackhams des Roten waren erwartungsgemäß riesige Erfolge und stießen sogleich an die Grenzen der genehmigten Papierzuteilungen. Tintin hatte inzwischen Osteuropa bereist, Afrika, den Mittleren Osten und China, Karibik und Südamerika. Das Erzählformat, das sich über 2 Hefte erstreckt hatte, bewährte sich für Hergé und so entschied er sich, es gleich nochmal zu versuchen. Auch diesmal sollte die erste Geschichte mehr einer rasanten Jagd in heimischen Gefilden entsprechen, während dann der 2. Band sich in exotische Ferne begibt. Doch während das Geheimnis der Einhorn mehr einer Schnitzeljagd entsprach, sollte diese Handlung in das Genre des Horrors und des Gruselromans vorstoßen. Doch zuerst steckte Hergé gewohnt halstief in der Arbeit an kolorierten Wiederveröffentlichungen und allerlei Seitenprojekten, wie zum Beispiel Puzzles und Bilderwürfel für kleine Kinder. Kann sich hier noch jemand an Bilderwürfel erinnern? Ob es das noch gibt? Als ich 5 Jahre alt war, habe ich ständig mit Bilderwürfeln gespielt. Ich hatte in einer vorangegangenen Episode berichtet, dass Hergé sich mit den ganzen Puzzle- und Spielwürfelideen zuerst an seinen Stammhafen, an den Castermont Verlag, gewandt hatte, dort aber auf eine Absage stieß, da Castermont nicht neue Distributionswege erschließen wollte.
Nun, da Hergé mit einer anderen Firma und der Hilfe von Alice Devaux und seinem Agenten Bernard Thierry diese Produkte umgesetzt hatte, meldete sich Customer zurück und signalisierte die Bereitschaft, doch in dieses Geschäft einzusteigen. Zugleich kritisierten sie die Qualität der vorhandenen Resultate. Ein weiteres Merchandising für kleine Kinder wurde eine Figur von Struppi auf Rädern, die von der Firma Bohr Manufacture hergestellt wurde. Diese galt als außerordentlich gelungen, doch wurde häufig kritisiert, dass der Verkaufspreis für diesen Struppi zu hoch war, sodass es mehr eine Art Spielzeug für die gehobenen Schichten geworden ist. Mit Paul Quinet, dem Polizeireporter von Le Soir, entwickelte Hergé eine Fortsetzungsgeschichte mit den Schulzes in der Hauptrolle. Dies waren humoristische Erzählungen und keine Comics. Quinet kümmerte sich um den Text und Hergé lieferte eine Illustration pro Tag. Ebenso bot ihm José de Lanois, der Gefährte von Alice Devaux, eine Geschichte an, die Hergé aufgriff und mit ihm sogar eine Weile entwickelt hatte, bevor das Projekt abgebrochen wurde. Hierbei handelte es sich um eine Agentengeschichte rund um eine Massenvernichtungswaffe, die Professor Bienlein erfunden hatte. Die Idee stammte vermutlich von einem Artikel, den der Wissenschaftskorrespondent von Le Soir, Bernard Auvelmont, kurz davor verfasst hatte. Dies ist vermutlich das erste Mal, dass ich in dieser Reihe Auvelmont erwähne, doch nicht das letzte Mal. Ihn sollte mit Hergé eine langjährige Freundschaft verbinden und so wurde er der fachliche Ratgeber bei dem Mondabenteuer von Tim und Struppi, aber auch bei Tim in Tibet. Die Agentengeschichte mit Delanois versandete zwar, doch die Idee blieb bei Hergé haften und sollte viele Jahre später als der Fall Bienlein eine Umsetzung finden. Hergé hatte nun seit einer Weile engagierte Helfer. Alice Devaux war für die kreative Produktion der besagten Spielsachen zuständig und Edgar Pierre Jacobs hatte viel zu tun mit der Kolorierung der Neuauflagen. Für eine Weile arbeitete im Atelier auch Jacobs Freundin Lea Ninov mit. Ich vermute, dass sie möglicherweise an der Kolorierung von Tim in Kongo, mit Sicherheit jedoch an der Kolorierung von Tim in Amerika mitgearbeitet hatte. Darin sieht man, dass Castermont in diesen Jahren nicht ausgeschlossen hatte, dass Tim in Amerika von den Zensoren akzeptiert wird. Am Ende erschien die Farbversion erst 1945, gleich als erster Band nach dem Krieg. Doch von einem expliziten Verbot durch die Nazis kann hier in der Tat nicht die Rede sein. Es wurde damals einfach nur nicht genehmigt. Nun war auch der Punkt gekommen, an dem Hergé sein Versprechen einlösen musste, Jacobs unmittelbar an das Hauptzeichenbrett mit heranzulassen und ihn an den neuen Geschichten mitarbeiten zu lassen. Und das geschah auch mit dieser neuen Geschichte, die unter dem Titel Les Sept Boules de Cristal, zu Deutsch die sieben Kristallkugeln, veröffentlicht wurde. Hergé mochte sich schwer damit tun, das Zepter über dem Schicksal von Tim und Struppi mit jemandem zu teilen, doch die Ergebnisse waren geradezu bahnbrechend. Die Synergie zwischen Hergé und Jacobs erwies sich als äußerst vorteilhaft. Und die beiden kamen im Atelier sehr gut miteinander aus. Hergé schrieb später: Ich habe von ihm so viel gelernt. Er verlangte sich selbst so viel ab und bewies dabei eine solche Ehrlichkeit. Hier war ein Illustrator, der bei der Arbeit nie mogelte und nie Abkürzungen nahm. Die beiden waren im Resultat durchaus unterschiedlich und ergänzten sich hervorragend. Jacobs brachte einen neuartigen Sinn für Coolness an das Zeichenbrett. Dies war etwas, das Hergé nie so richtig gekonnt oder verfolgt hatte. Doch plötzlich war da ein gewisser Film-Noir-Charme in den Zeichnungen. Jacobs bewies nicht nur ein tolles Farbgefühl, sondern wurde bald Hergés Mann für anspruchsvolle und stimmungsvolle Hintergründe. Umgekehrt bewunderte Jacobs an Hergé seine Fähigkeit, kreativ Bewegung in Zeichnungen festzuhalten und Actionszenen mit solcher Dynamik umzusetzen. Es war auch Jacobs, der Hergé dazu drängte, Umgebungsdetails realistisch zu gestalten. Wenn ein Kino von außen gezeigt wurde, dann sollte man über dem Eingang echte Kinotafeln zeigen. Hergé neigte dazu, noch immer Autos und Flugzeuge eher comichaft und generisch zu zeichnen, mehr im Sinne eines Walt Disney Comics. Jacobs drängte hier nachdrücklich darauf, dass die Autos und die Flugzeuge exakte Wiedergaben von bekannten Modellen waren. Damit wurde Tim und Struppi eine Tiefe verliehen, die heute noch vielen Tintinologen Spaß macht. Für Hergé war es kein Problem, ein Auto detailliert und realistisch zu zeichnen. Es war nur so, dass er bis dahin nicht daran gedacht hatte, dass das jemanden von den Lesern interessieren würde. Jacobs hatte zu diesem Zeitpunkt viel besser die detailversessene Comic-Kultur der Nachkriegszeit vorhergesehen
und Hergé tat gut daran, sich diesem Einfluss auszusetzen und diese Ratschläge zu befolgen. Am 16. Dezember 1943 beginnt die sieben Kristallkugeln im Le Soir zu erscheinen. Edgar Pierre Jacobs wurde offiziell zum 1. Januar Angestellter von Hergés Studio. Die Probezeit war vorbei. Sein Gehalt betrug 4.500 Francs im Monat. Im Gegenzug musste Jacobs einer Austrittsfrist von 6 Monaten zustimmen, sollte er die Zusammenarbeit beenden wollen. Hergé wusste, dass Jacobs ein Freigeist war und damit ein unberechenbarer Künstler, und darin war er ganz anders als Hergé selbst, der beruflich außerordentlich gesetzt war. So fürchtete Hergé, Jacobs nach nur wenigen Monaten wieder zu verlieren, da dieser vielleicht einer anderen Idee nachlief, die ihm plötzlich besser gefiel. Er versprach Jacobs auch, nach einem weiteren Jahr den Status quo neu zu besprechen und stellte ihm eine Beteiligung an den Einnahmen in Aussicht. Und so verbrachten sie die darauffolgenden 6 Monate mit intensiver Zusammenarbeit an die 7 Kristallkugeln und erledigten parallel die kolorierten Wiederauflagen älterer Ausgaben. Im April 1944 wurde Hergé schwer krank. Er hatte eine Grippe, die sich zu einer Ohrenentzündung entwickelt hatte. Er war recht geschwächt und der Castermann Verlag zeigte sich besorgt, dass hier die geplanten Milestones nicht erfüllt werden konnten. Auf dem Plan stand gerade die farbige Wiederveröffentlichung des Arubaya-Fetisch und die Erstveröffentlichung von Der Schatz Rackhams des Roten als farbigen Gesamtband. Ende April schreibt Hergé an Lesne, dass er, Zitat, überarbeitet und völlig kaputt sei, unfähig zu arbeiten. Lesne schreibt besorgt zurück, was denn zu erwarten sei. Er erklärt, dass der Verlag, Zitat, zurzeit ohne Pause drucke, um das Neuauflagenprogramm binnen 1 Monats abzuschließen. Danach würde wegen Materialmangel alles zum Stillstand kommen. Der Verlag mutet hier ein wenig gängelnd und einpeitschend an, aber man muss verstehen, dass dies keine freie Marktwirtschaft war. Castermann musste sich für alle Hefte eine Druckgenehmigung der deutschen Besatzer einholen, die mit einer Papierzuteilung einherging. So entstanden genehmigte Zeitfenster, die nicht verfallen dürften. Hergé versprach sein Bestes, um die Kolorierung und das Lettering von Rackham zu beenden. Unter äußerster Erschöpfung und noch immer krank arbeitete er auch weiter an die 7 Kristallkugeln und entwickelte ausgerechnet die geisterhafte Nacht in der Villa Birnbaum mit der erwachten Mumie des Inka-Königs Raska Kapak und dem rätselhaften Verschwinden von Professor Bienlein. Doch plötzlich erscheint all diese Mühe umsonst. Denn schon bald sollte sich erneut die Weltgeschichte zu Wort melden. Während Hergé mit seiner Grippe im Bett lag, schrieb er ins Tagebuch: Herr, befreie uns von unseren Beschützern und beschütze uns von unseren Befreiern. Im Sommer 1944 landeten die Alliierten in der Normandie und die letzte Schlacht um Europa hatte begonnen. Am 1. Juni hatten die Deutschen König Leopold III. Verhaftet und ihn mit seinen Söhnen in eine Burg unweit von Dresden gebracht. Die Stimmung in Le Soir war erwartungsvoll, verwirrt, besorgt. Unter den Schriftsetzern und Druckern machte sich eine heimliche Euphorie breit, während die Redakteure, darunter auch Hergé, zunehmend in eine eher düstere Stimmung verfielen. Einige von ihnen waren waschechte Nazi-Sympathisanten, doch viele waren es nicht. Sie hatten nur auf das befremdliche Pferd gesetzt, diese Idee eben, sie könnten mit einer neutralistischen Haltung und williger Kollaboration vorsichtig durch die Stromschnellen des historischen Schicksals hindurch navigieren. Doch obwohl Raymond de Becker vor seiner Verhaftung ständig den Zusammenhalt der Belgier und die geistige Unabhängigkeit beschwor, kommt man doch nicht daran vorbei festzustellen, dass diese Leute auch egoistisch waren. Sie haben mehrere Jahre tagtäglich Lügen und Hasspropaganda gedruckt, um eine gesicherte Einstellung zu haben. Die Nazis hatten sie nicht mit einer vorgehaltenen Pistole dazu gezwungen, Propaganda zu publizieren. All diese Leute haben sich für den Job beworben und ihn gut bezahlt betrieben, unter dem Deckmantelchen einer neutralistischen Idee. An dieser Stelle muss man auch verstehen, dass eine Nachkriegsentnazifizierung innerhalb der belgischen Bevölkerung nicht nur bedeutete, mit jenen abzurechnen, die für das Dritte Reich gearbeitet haben, sondern eine grundlegende Bereinigung vorzunehmen an einer Gesellschaft, die schon vor dem Krieg extrem von einem rechtskonservativen, ultrakatholischen und nicht selten rassistischen Mief durchwachsen war. Also einem Biotop, dem Hergé vollständig entstammte. Als die Alliierten Paris befreiten, hatte Hergé seine Arbeit niedergelegt.
Er und seine Frau Germain waren in die Abtei von Olln gefahren und hatten diese Wochen bei Abbé Vallès verbracht. Für mich mag Vallès eine obskure, befremdliche Gestalt sein, ein Unhold geradezu. Doch für Hergé war es zu diesem Zeitpunkt noch immer der wichtigste Mentor, insbesondere angesichts dessen, dass Raymond de Becker zu diesem Zeitpunkt bereits in Deutschland verschwunden war. Die Reise nach Olln gestaltete sich als recht abenteuerlich und gefährlich. Georges und Germain hatten nicht den eigenen Wagen genommen, vermutlich da sie fürchteten, dass sie sich damit nur zu einer Zielscheibe machten. Sie fuhren auf Käsetransportern und Kohlelastwagen mit. Einmal mussten sie tatsächlich einem Luftangriff ausweichen. Als Hergé und Germain aus Olne eine Postkarte schickten an Jacobs und seine Freundin Lea Ninov, konnte es sich Hergé nicht nehmen lassen, die Postkarte im Cartoon-Stil zu verfassen und das Erlebte darin zu verarbeiten. Schon vor der Okkupation blieb Hergés Geschichte »Das Land des schwarzen Goldes« im Le Petit Vartier wegen der herannahenden Wehrmacht unvollendet. Nun geschah dasselbe, die Handlung von »Die sieben Kristallkugeln« war nur zu drei Vierteln abgeschlossen und würde es für eine ganze Weile auch so bleiben. Am 2. September 1944 publizierte Le Soir den letzten Comicstreifen von Hergé. Es war die Bildplatte Nummer 152. Die Alliierten befanden sich vor Brüssel und so wie in der abgebrochenen Handlung des Comics das Schicksal von Professor Bienlein ungewiss blieb, so war auch die Zukunft von Hergé und Tim und Struppi im Unklaren. Ich überspringe für einen kurzen Augenblick zahlreiche Ereignisse und Zwischenschritte. Die sieben Kristallkugeln fanden in der Nachkriegszeit schließlich ihre Vollendung. In der ersten Folge des Tintin-Magazins wurde die Handlung nahtlos fortgesetzt, auch wenn man es da schon als der Sonnentempel titulierte. Erst als Casterman in der Nachkriegszeit beide Hefte herausbrachte, wurde der Anfang von der Sonnentempel zurück ans Ende von die sieben Kristallkugeln verlegt, so dass beide Hefte gleich lang wurden und den klassischen Umfang von 62 Seiten besaßen. Ähnlich wie der geheimnisvolle Stern einige Jahre zuvor, beginnt auch die sieben Kristallkugeln in einer unheilvollen Atmosphäre. Die Geschichte ist eindeutig einem Mystery-Krimi oder einem Thriller zuzuordnen, die sich damals großer Beliebtheit erfreuten. Doch da sind auch die Elemente von Horror im Spiel. Am Anfang erleben wir Tim recht bürgerlich und geradezu alltäglich, während er mit einem Zug nach Mühlenhof herausfährt, um Haddock und Bienlein zu besuchen. Zu diesem Zeitpunkt wohnt er im Schloss noch nicht mit. Tim liest ganz beschaulich Zeitung und so erfahren wir, dass die Sanders-Hartmut-Expedition, man könnte es natürlich auch französisch lesen, Sander-Hartmut, aus Peru und Bolivien zurückgekehrt ist und sogar eine vollständige Mumie des Königs Raskar Kapak für das Museum mitgebracht hat. An dieser Stelle verlässt Hergé gekonnt den Topos rund um die Mumie und widmet sich Kapitän Haddock, der auf dem Schloss Mühlenhof inzwischen das Leben eines Bon Vivants zu mimen versucht, mit gemischtem Erfolg. Die beiden sind für den Abend verabredet und besuchen samt Struppi eine Varieté-Show in der Stadt. Hergé widmet dieser Veranstaltung ganze 10 Seiten, was etwas merkwürdig anmutet, da es auf den ersten Blick nicht viel mit der eigentlichen Handlung der Geschichte zu tun hat. Doch das zeigt nur, dass Hergé hier eine clevere Suspense-Situation einfädelt, ähnlich wie man es in einem Alfred Hitchcock-Film erwarten würde. In der Varieté erleben wir ein kurzes Wiedersehen mit der Opernsängerin Bianca Castafiore. Doch viel signifikanter ist die unerwartete Begegnung mit General Alcazar, dessen Adjutant Tim in der Arumbaya-Fetisch gewesen ist. Inzwischen verdingt sich der ehemalige Revoluzer unter dem Namen Ramon Zarate als Messerwerfer. Das Wiedersehen mit Tim mutet zufällig an, doch ist da mehr im Spiel, wie wir später erfahren werden. Während der Varieté-Show tritt auch die hellsichtige Madame Jamila auf, die verstört einer Dame im Publikum mitteilt, dass ihr Mann in großer Gefahr sei. Tim schlussfolgert, dass dieser Ehemann der Kameramann der Sanders-Hartmut-Expedition ist, was ihm zu denken gibt. Hier zeigt sich also der entscheidende Unterschied zu der geheimnisvolle Stern, der ebenfalls gruselige Untertöne besitzt, doch diese mehr vor einem rationalen, Science-Fiction-artigen Hintergrund aufspielt.
Die sieben Kristallkugeln sind dagegen Hergés Vorstoß in die Welt des Übersinnlichen. Das mag auf den ersten Blick ein wenig unpassend wirken, da Tim und Struppi bis dahin eher einer kartesianischen Weltsicht angehört haben und sich ausschließlich in einem Universum aus politischen und sozialökonomischen Realitäten bewegt haben. Das hier ist der erste, seltene, aber nicht der letzte Schritt in die Welt des Übersinnlichen und Parapsychologischen. Ich bin mir nicht sicher, inwieweit Hergé an Telekinese und Hellsicht wirklich glaubte. Doch er wird darüber mit Interesse in Zeitschriften gelesen haben. Dies war ein Thema, das damals eine gewisse Popularität besaß. Ich vermute, dass Hergé einfach fand, dass das ein Motiv für spannende Erzählungen war, ohne dass man sich hierbei zu sehr in Details verstricken musste. Das Parapsychologische sollte bei Tim und Struppi in Zukunft noch zweimal in Erscheinung treten. In Tim in Tibet und letztendlich auch in Flug 714 nach Sydney. Zwei Tage später erfährt Tim aus der Zeitung, dass der Kameramann Clermont von der kürzlich heimgekehrten Sanders-Hartmut-Expedition in einen rätselhaften Tiefschlaf gefallen ist. Er ist nur der Erste. Bald schon verfallen weitere Expeditionsteilnehmer der Katalepsie, einer nach dem anderen. Die Zeitungen überstürzen sich in Schlagzeilen. Der Fluch der Mumie wird heraufbeschworen. Tim, Haddock und die Schulzes beginnen zu ermitteln. Sie finden bald heraus, dass neben jedem Opfer Glassplitter gefunden wurden, die sich zu einer Kugel rekonstruieren lassen und die Vermutung zulassen, dass sich in dieser Kugel irgendein Nervengift befunden hatte. Die Geschichte wird an dieser Stelle rasant und ein Rennen gegen die Zeit, da Tim und Haddock versuchen, die noch verbleibenden Mitglieder der Expedition zu retten. Einer der Expeditionsteilnehmer ist übrigens Professor Fassbinder, den Tim und Haddock bereits in der geheimnisvolle Stern kennengelernt haben. Doch auch hier kommen die beiden Helden zu spät und der Professor verfällt, wie alle anderen, dem rätselhaften Schlaf, während neben ihm Glassplitter gefunden werden. Am Ende ist nur noch der joviale Professor Birnbaum übrig, der im Original Professeur Bergamot heißt und der ein alter Studienfreund von Beanline ist. Tim, Haddock und Beanline machen sich auf den Weg zu ihm. Hierbei fahren sie einen extrem lässigen, leuchtend gelben Lincoln Zephyr, der offensichtlich zum Fuhrpark von Schloss Mühlenhof gehört. Hier also macht sich der Einfluss von Jacobs bezüglich der Authentizität von Fahrzeugmodellen deutlich. In der rustikalen Villa von Professor Birnbaum respektive Bergamot spielt sich der zentrale Abschnitt der Handlung ab. Hierzu gibt es natürlich eine berühmte Anekdote. Die Villa hat eine reale Vorlage, die dort noch heute steht und vermutlich von irgendwelchen Stadtführern häufig in Bezug auf dieses Tim und Struppi-Heft den Touristen gezeigt wird. Edgar Pierre Jacobs hatte sie in der Avenue de l'Eure entdeckt, nur ein paar Minuten Fußweg von Hergés Haus. So hatten sich beide Künstler, bewaffnet mit Zeichenblöcken und Bleistiften, dorthin begeben und fingen an, das Gebäude von allen Seiten zu skizzieren. Das ging allerdings beinahe ins Auge, denn plötzlich tauchten aus dem Nichts Autos auf und fuhren die Auffahrt hoch. Deutsche Offiziere stiegen aus den Fahrzeugen und bewaffnete Wehrmachtssoldaten sprangen von der Ladefläche eines Lasters, während Hergé und Jacobs wie erschrockene Schuljungen im Gebüsch verschwanden und sich etwas panisch davonschlichen. Sie hatten nicht gewusst, dass die Villa als Hauptquartier der Nazis diente. Doch die Ausbeute hatte sich gelohnt, wie man an dieser Skizze sehen kann. Die Villa Bergamot ist eine perfekte Kulisse für die geisterhaften Ereignisse, die da folgen. Besondere Erwähnung verdient sicherlich auch Professor Birnbaum, den Hergé als einen extrem lauten und gut gelaunten Wissenschaftler porträtiert, 2 Meter hoch mit einer weit tragenden Stimme. Vieles weist darauf hin, dass auch diese äußerst originelle Gestalt auf einen Querverweis von Edgar Jacobs zurückgeht, der in diesen Tagen viel Zeit im Musée Art et Histoire, das manchmal auch das Musée Saint-Quentinair genannt wird, verbracht hatte und dort die Kultur der Inkas und ihrer Mumien studierte. Der Direktor des Museums, der Ägyptologe Jean Capard, scheint hier als eine Vorlage gedient zu haben. Auf Jacobs hatte der echte Professor offensichtlich einen starken Eindruck hinterlassen, denn er diente ihm wohl auch als Vorlage in Blake und Mortimer, als der Ägyptologe Dr. Grosgrabenstein in der Band Le Mystère de la Grande Pyramide. Das Spannende an die sieben Kristallkugeln hat sicher damit zu tun, dass Hergé es hier wagt, ein ständiges Scheitern der Protagonisten zu zeigen. Sie können die Expeditionsteilnehmer nicht vor dem Fluch der Mumie retten und am Ende sind alle Forscher in ihr rätselhaftes Koma verfallen. Was noch schlimmer ist, nach einer geisterhaften Nacht in der Villa Bergamot ist Professor Beanline verschwunden und alles weist auf eine Entführung hin.
Das gesamte Gastronomie-Heft erscheint erst 4 Jahre später, 1948. So lange mussten also einige warten, bis sie erfuhren, wie es weiterging. Außer sie hatten zuvor das neue Tonton-Magazin gelesen. Die Spur führt in die Hafenstadt Saint-Nazaire, wo Tim und Haddock erfahren, dass Beanline vermutlich auf das Schiff Baja Camac gebracht wurde, das zwischenzeitlich unterwegs nach Südamerika ist. Dieser gesamte Abschnitt entstand nach dem Krieg im Zuge der Gründung des Tintin-Magazins. Hergé und Jacobs sind nach Saint-Nazaire gereist und haben dort bestimmte Stadtansichten und Straßenzüge skizziert. In 2004 hatte die französische Hafenstadt die 7 Kristallkugeln zelebriert, indem sie an vielen Stellen riesige Farbtafeln angebracht haben, die vor den Motiven standen, die in dem Comic vorkommen. Hier gelang es Hergé also, eine Geistergeschichte in einen rasanten Thriller zu verwandeln. Das Ende ist ein waschechter Cliffhanger und man müsste schon verrückt sein, wenn man nicht gleich nach der Fortsetzung greifen würde. Die 7 Kristallkugeln scheinen alles zu besitzen, was das Herz begehrt. Es gibt hier Elemente des Horrors, doch die Geschichte wird erneut von turbulenten Verfolgungsjagden, Schießereien und einem absurden Humor begleitet. Dies ist sicherlich keine Story, bei der man zu lange über logische Zusammenhänge nachdenken sollte. Doch dazu hat man auch kaum Zeit, denn von den Seiten des Heftes ergießt sich unentwegt eine reichhaltige und sehr spannende Handlung. Und doch vergessen Hergé und Jacobs nicht, dass zu Tim und Struppi auch ruhige Augenblicke gehören und Darstellungen, die eine bestimmte Atmosphäre unterstützen, in welche dann der nächste rasante Abschnitt hereinbricht. Stilistisch fällt hier also eine äußerst gelungene Aufspannung aus ruhigen Momenten und unerwarteten Handlungseruptionen auf. Erwartungsgemäß ist es für mich recht schwer, mich für 3 Favoriten unter den vorliegenden Paneelen zu entscheiden. Die 7 Kristallkugeln hat einen lässigen, flotten Look und verfügt über sehr viele stimmungsvolle Zeichnungen. Insbesondere die wirklich gruseligen Darstellungen der geisterhaften Mumie sind sehr gelungen und dürften gerade dem ganz jungen Publikum sehr viel Spaß machen. Am Ende läuft es bei mir auf diese 3 Frames hinaus. Nummer 1. Tim und Struppi steigen auf dem kleinen Bahnhof in Mühlenhof aus dem Zug. Mir hat schon immer diese Rückenansicht gefallen und diese geschäftige Alltagsatmosphäre, die da erschaffen wird. Nummer 2. Nach Beanlines Entführung besucht Tintin den in Depressionen verfallenen Kapitän auf Schloss Mühlenhof. Ein tolles Beispiel für die filmische Perspektive, die Hergé an dieser Stelle prägt. Man muss bedenken, dass nur einige Jahre zuvor sämtliche Comics nur auf simple, zweidimensionale Cartoons reduziert waren, wo man fast alle immer nur aus dem Profil sah. Hier wird deutlich, wie weit Hergé zu der Entwicklung der Kunstform beigetragen hat. Übrigens ist diese Zeichnung erst nach der Unterbrechung entstanden, also bereits in den Nachkriegsjahren. Hier an dieser Stelle beginnt der letzte Akt von Die 7 Kristallkugeln. Und Nummer 3. Tim und Struppi und Haddock im Hafen von Saint-Nazaire. Wieder ein extrem gelungenes Hafenbild. Diesmal ein äußerst melancholisches. Die Freunde haben Beanlines Spur verloren und streifen etwas ziellos und verloren umher. Ich vergebe hier 4,5 Sterne. Dies ist ein rasanter, äußerst kurzweiliger Plot, der zwar gelegentlich die Regeln der Logik einbricht, doch geschieht dies entweder für einen herzlichen Gag oder wird sogleich von der turbulenten Handlung verschliffen. Visuell ist dies ein reizvoller, äußerst stimmiger Band, dem man nachträglich seine kriegsbedingte Zäsur nicht anmerkt. Mit den vorerst abgebrochenen 7 Kristallkugeln ging Hergés persönliche goldene Ära zu Ende. Dies war natürlich nicht das Ende seiner großartigen Geschichten. Einige der besten Tim und Struppi-Bände sollten noch folgen. Vor allem war dies nicht das Ende von Hergés persönlichem Reifungsprozess. Übrigens darf man Hergés Erfolg während der Nazi-Okkupation nicht als ein bizarres, geschmackloses Phänomen betrachten. In Wirklichkeit war das alles andere als ungewöhnlich. Man muss sich nur die französische Filmszene der 40er Jahre anschauen. Das französische Kino hatte in den 40ern eine unglaubliche Blüte erfahren, die sich mühelos in die Nachkriegszeit übertrug. Französische Stars wie Bourvil oder Jacques Tati hatten ihre Karriere in den 40ern während des Krieges begonnen. Der Grund dafür ist recht nachvollziehbar. Für die Okkupationsmacht war eine bunte und funktionierende Unterhaltungsindustrie begrüßenswert,
denn man wollte über Leute herrschen, die ihrer Arbeit nachgingen und sich mit eskapistischen und spannenden Geschichten ablenkten, ohne viel über Politik und Menschenrechte zu brüten. Darin liegt auch ein wenig unser aller Fehler in unserer Vorstellung eines faschistischen Staatssystems. Wir neigen dazu, uns hierbei eine extrem düstere, finstere Welt vorzustellen. Depressive Menschen, an jeder Straßenecke bewaffnete Soldateska, alles ist trist und grau. The Handmaid's Tale eben. Und das gibt es durchaus. Die ersten 3 Monate nach der Machtübernahme und die letzten 3 Monate vor dem Kollaps. Gut, im Falle des Franco-Spaniens hatten diese letzten 3 Monate erstaunliche 30 Jahre gedauert. Doch faschistische Staatsformen setzen allzu gerne auf eine bunte, fröhliche Welt, in der die Proles, um George Orwell zu paraphrasieren, mühelos durch Fußball, Glücksspiel und Alkohol bei Laune gehalten werden, während die herrschende Klasse alles tun kann, was ihnen in den Sinn kommt. Das ist Faschismus. Und eine glänzende Unterhaltungsindustrie ist da fast immer ein zentraler Bestandteil der Strategie. Somit darf man nicht allzu sehr erstaunt sein, dass in diesen finstersten Tagen der europäischen Geschichte Hergé seine goldene Zeit erlebte. Dieser Mechanismus ist nicht widersprüchlich und sollte auch nicht zu stark Hergé als Kritik vorgehalten werden. Aber das Dritte Reich hatte keine 1000 Jahre gedauert, wie es angekündigt wurde. Es hielt gerade mal 12 Jahre. Und während die Filmemacher und die Kinos weitgehend als wertfreier Unterhaltungsraum angesehen wurden, hatten die Comiczeichner in Zeitungen publiziert. Und Zeitungen während der Besatzungszeit galten eben nicht als wertfrei, sondern waren Bollwerke der Propaganda. Und so mag es nicht überraschen, dass das Ende des Krieges für Hergé wiederum den Beginn eines extrem finsteren Lebensabschnitts darstellte. Eine Zeit der Beschimpfungen, eine Zeit der Verhaftungen, eine Zeit der öffentlichen Demontage. Doch darüber dann in der nächsten Episode. Bis bald!